Sind am Rathaus Quarten, 113, bei Berichtzollen, Wesen, Sargans, Rapperswil-Jona, Quarten, 4 Mal Gemeindepräsident. Das ist wohl ziemlich einmalig. Ja, ich würde meinen, ich hätte gerne einen älteren gehabt, aber ich habe ihn nicht gesucht. Es hat sich so ergeben. Aber ich darf sagen, nach dem Theater in Rapperswil-Jona freue ich mich jeden Tag, wenn ich da arbeiten kann. Ich bin sehr froh, dass es für mich so rausgekommen ist. Auf das Theater in Rapperswil-Jona gehen wir nicht mehr gross ein. Vielleicht noch schnell, wie gut hast du das können verdauen oder braucht das noch längere Zeit? Es hat mir sicher extrem geholfen, dass ich wieder eine neue Aufgabe so schnell gefunden habe. Eine Aufgabe, die ich mich wahnsinnig darauf freue. Und jetzt, je länger, desto mehr in alle die Themen hineinkommen, die wir hier gelaufen sind. Und dann kann man eigentlich das Ende viel einfacher auf die Seite stellen. Jetzt hast du ja eigentlich immer eine größere Gemeinde genommen, von Besen bis Sargans, von Sargans nach Rapperswil. Und jetzt hat sich so ergeben, dass du eine kleinere wieder hast. Bedeutet das einen Rückschritt, wie man schon gehört hat, oder ist Gemeindeführung gleich Gemeindeführung? Ja, klar, dann ist viermal grösser als Rapperswil-Jona. Dann muss ich einfach von der richtigen Seite anschauen, von der Fläche. Ja. Nein, einwohnermässig ist es natürlich viel kleiner. Aber da hat auch ganz viele Vorteile, die ich mich auch eben darauf freue. Man kann wieder viel direkter mit den Menschen in Kontakt kommen. Auch die Führung ist einfacher, weil man mit allen Mitarbeitenden eben im direkten Austausch ist, keine Zwischenstufe hat. Und das schaue ich einfach schon als Vorteil an. Du bist ja Gemeindepräsident. Mit Liebe und Zehn, was macht für dich das Schöne in der Ruf aus? Ja, sicher eben der Austausch mit den Menschen, dass man wirklich Themen kann bearbeiten kann, gemeinsam mit der Bevölkerung, die uns da wichtig sind, die uns beschäftigen. Das macht Freude. Dann haben wir viele grosse Projekte, wenn ich denke, wenn wir jetzt da im Tourismusbereich, im Skibereich alles unterwegs sind. So viel machen, da kann man wahrscheinlich kaum einen anderen Beruf. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich gerne Gemeindepräsident bin. Es war ein Zufall, dass da gerade etwas nicht frei geworden ist, aber ja, sozusagen frei geworden ist. Bist du sofort begeistert, oder hast du noch das überlegen? Also ich musste keine Sekunden zögern, wo die ersten Kontakte waren. Da ist schon bevor das Rapperswil-Jona entschieden worden ist, habe ich gesagt, von mir aus ist alles klar. Aber da kann man nicht allein entscheiden. Ich bin noch verheiratet und meine Frau hat dann schon zweimal müssen schlucken. Aber unterdessen sieht auch sie die Vorteile dieser Lösung für uns als Familie. Und wir sind jetzt im Suchen, da etwas Gutes zum Wohnen zu finden. Eben, deine Frau hat immer müssen mitzimmern. Also für sie ist es sicher auch nicht ganz einfach zu sein, meint man auch, und dann wieder weg und zum nächsten Mal wieder weg. Also für sie ist es immer schwierig gewesen. Sie ist überall, wo sie war, ist gern gewesen. Und ist überall ungern weg. Und es ist natürlich auch für mich viel einfacher. Eben, ich komme eben vom Beruf her so schnell mit allen Leuten in Kontakt, habe sofort wieder ein Netz. Und für meine Frau braucht das ein bisschen mehr Zeit. Aber sie wird es auch da wieder schaffen. Das denke ich auch. Du hast ja auch einen See wieder, der Wallensee. Du hast ja schon mal in Wesen. Quarten, was ist denn das, was Quarten ausmacht aus deiner Sicht? Jetzt bist du ein paar Wochen da. Was ist schön an Quarten? Ja, schön, ich finde, nicht nur schön, es ist sogar etwas Einmaliges. Also so eine Lage, eben, dass man einen See hat und direkt eben wirklich ein attraktives Skigebiet und das von einem Ort aus erschlossen ist, da findet man wahrscheinlich in der ganzen Schweiz nicht in dieser Form. Und das ist spannend, und eben, wenn man so ein exotisches Dorf wie Quinte, das nur mit dem Schiff erreichbar ist, da kennt man in der ganzen Schweiz, Quarten kennen nicht gerne alle, aber Flumserberg und Quinte kennen alle. Das ist schön. Ganz speziell ist, dass wir eben viele Dörfer und viele Körperschaften haben. Und das ist sicher auch eine Herausforderung an dem Gemeindepräsidium, dass man mit all diesen Ortsgemeinden, Kooperationen, Wasserversorgungen, dass man da halt gemeinsam gute Lösungen finden und ab und zu muss der eine oder andere mal einen Schritt halt machen, eben dass man so eine Lösung finden kann. Ja, du kennst das Business seit Jahren. Hast du schnell können einleben? Hat es Projekte gegeben, die du jetzt noch musst dich einleben? Oder wie sind die ersten Wochen verlaufen? Also ich denke, nach eben über 20 Jahren in diesem Beruf meine ich, ich weiß, wie das Geschäft funktioniert, aber wie die einzelnen Themen, die gerade hier aktuell sind, wie die funktionieren, da braucht man eine gewisse Zeit. Und wenn man weiss, dass eben im Flumserberg oder da in Unterterzen 150 Millionen Franken investiert werden, das sind natürlich sehr weitgreifende, komplexe Projekte. Und bis man da wirklich drin ist und kann sagen, man hat alles verstanden, da brauche ich Zeit. So ganz lang kennst du aus dem FF, weil da die Kontakte und all die Behörden, die kennst du natürlich sehr gut. Das ist sicher ein Vorteil. Mhm. Auf jeden Fall. Also mich freut es auch immer, auch wir zwei kennen uns, das darf man glaube ich da sagen, wir sind immer miteinander im Gemeinderat so ganz gesehen. Genau. Und fast überall, wo ich herkomme, kenne ich die Hälfte der Leute. Und da ist, also erstens,
vereinfacht es auch die Zusammenarbeit, oder? Weil eben, man kann sich einschätzen, ist ein Vertrauen vorhanden und zweitens ist es einfach auch eine Freude, wenn man alle die Leute wieder sieht. Politisch, du bist ja noch Kantonsrat, das Mandat, nimmst du das wieder mit, geht das noch weiter, willst du noch weiter Kantonsrat bleiben? Unbedingt. Ich denke, gerade jetzt eben bei den vielen Schnittstellen mit allen Projekten im Verkehrsbereich, eben im Tourismus, wo wir haben, ist immer der Kanton einer der wichtigsten Partner, sogar der wichtigste. Und mit, als Kantonsrat kann man da das Bindeglied eben sehr gut spielen. Und ich würde das Mandat weiterhin pflegen und auch aktiv sein. Du bist ja sicher auch mit gewissen Vorstellungen, gewissen Zielen jetzt da auf die Warte gekommen. Was hast du dir für Ziele gesetzt jetzt für die Amtsperiode? Wir haben, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Legislaturziele miteinander noch nicht besprochen im Gemeinderat. Da haben wir eine Klausursitzung in einem Monat ungefähr vorgesehen, weil das hätte nicht passt, wenn da einer kommt und nach zwei Tagen schon alles besser weiss. Oder, das wird noch ein Prozess geben. Ich denke, das Erste, was man machen kann, ist eben Vertrauen aufbauen, auf Menschen zugehen. Es war auch da ein bisschen eine unruhige Zeit im letzten halben Jahr. Und ich würde meinen, jetzt müssten sich die Mütter mal ein bisschen beruhigen. Und ich hoffe, dass ich da einen guten Beitrag leisten kann. Also man spürt ja, die Leidenschaft die ist nach über 20 Jahren immer noch vorhanden und jetzt auch natürlich für Quarte. Also ich finde, obwohl ich jetzt eben auch mal ein bisschen die Schattenseite von dem Beruf erlernt habe, ich finde es immer noch der schönste Beruf und das jetzt die Chance bekommen habe. Das ist für mich einfach ein Glücksfall. Jetzt nehmen wir noch jemanden dazu, der auch zu der Gemeinde gehört, Chiara Gmür, Skirennfahrerin. Erich Zöller, was hast du, Chiara? Ich habe ihren Papa schon kennengelernt. Sie habe ich bis heute noch nicht persönlich kennengelernt. Aber eben, ich bin selber auch ein begeisterter Skifahrer und habe natürlich auch immer verfolgt, was unsere Nachwuchsskifahrerinnen und Skifahrer, vor allem hier aus der Region, können leisten. Und ich hoffe, eben, dass das gesundheitlich der Chiara bald wieder so gut geht, dass sie im nächsten Winter Vollgas geben kann. Dann schauen wir jetzt gerade her, Chiara. Wie geht es dir heute gesundheitlich? Ja, mir geht es eigentlich so weit gut. Also, ich bin seit einer Woche die Stöcke wieder los. Das ist sicher mal das erste Ziel, das ich hatte. Und es fühlt sich auch dementsprechend wieder besser an. Und ich bin jetzt im Aufbau rein. Ich kann wieder Kraft trainieren, einfach ohne Zusatzgewicht, einfach mit dem Körpergewicht. Und ja, die Heilung geht vorwärts. Skifahren in dieser Saison ist klar, ist kein Thema mehr. Also nächste Saison wieder voll angreifen. Ja, definitiv. Also diese Saison ist gelaufen, ich muss jetzt zuschauen, jetzt wartet die WM an. Es ist schon nicht immer so einfach, denen allen zuzuschauen, weil man kennt sie gleich auch, die Kolleginnen, die mit Skifahren dabei sind. Aber ich werde hoffentlich im April wieder anfangen Skifahren und dann die nächste Saison hin zur Arbeit. Ehrlich, wir haben Zeittourismus, Skifahren ist da das Thema. Jetzt haben wir einen Skifahrer, wahrscheinlich die beste Sportlerin in deiner neuen Gemeinde. Sportlich, die Unterstützung von Sportlern oder vom Sport allgemein, ist das ein Thema? Also auf Einzelsportlerin oder Sportlerebene kann ich das nicht, weiss ich es nicht, wenn man sich die Jahre anschaut. Aber dass die Gemeinde die Infrastruktur für den Sportverein zur Verfügung stellt, dass gute Infrastrukturen hat, dass jetzt die Gemeinde auch hinter diesen Projekten am Berg steht, ich denke, da kann man indirekt einen Beitrag leisten. Und ich das Gefühl, das ist auch ein wertvoller Beitrag. Meine Karte, du wohnst in Murg. Was hast du für einen Bezug? Also ist das deine Heimat? Du bist ja viel unterwegs, kommst immer wieder gerne zurück. Ja, Murg ist mein Heimatdorf. Ich lebe gerne hier. Ich geniesse im Sommer den See, weil ich es nicht gerne zu heiss. Von dem her bin ich froh, nach dem Training schnell einen Sprung in den See zu gehen. Und Flumsberg ist natürlich im Winter auch nicht zum Trainieren. Und sonst, wenn ich in der Rennen unterwegs bin, komme ich sicher immer wieder gerne zurück. Schön, das gehört natürlich gerne als Gemeindepräsident, wenn jemand viel unterwegs ist und gerne zurückkommt. Aber du kennst dich im Sport ja aus. Weißt du, was es braucht für so eine Spitzenleistung? Was empfindest du, wenn so gute Sportler in deiner Gemeinde sind und da um die Weltklasse kämpfen? Ja, ich wäre sehr auch gerne die Schulterwahlen, aber ich nicht gelangt, nicht wegen Verletzungen bei mir. Nein, ich bewundere natürlich eben junge Leute, die so viel Energie in das hineinstecken. Und eben jetzt Rückschläge, das ist ja nicht die erste Verletzung, die Jahre hat, aber Rückschläge einfach wegstecken. Und einfach sagen, mal, ich will es wissen, wenn man dahinter geht. Also ich finde, das sind auch Vorbilder für uns alle. Eben nochmal der Video, die Energie, die sie mitbringen, nebst dem Talent natürlich, was es sowieso braucht. Hat es irgendwo eine Unterstützung gegeben, früher von der Gemeinde oder von der Bevölkerung da, wo du hast profitieren können? Also Unterstützung ist sicher immer, ich kann immer zurückkommen in den Skiverband. Die unterstützen mich, was sie kennen, und da bin ich auch froh.
Und auch im Winter kann ich immer mit ihnen mittrainieren, das ist alles kein Problem. Und sonst, eben, wie er gesagt hat, die Infrastrukturen, die kommen mir zur Verfügung über und das ist super und wir sind froh, oder ich bin froh, wenn ich das nutze. Hast denn du in dieser Sparklasse jetzt die hier schon gegeben? Ja. Und du hast, von dem hast du sicher auch profitieren. Genau, die hat es eigentlich, also durch mich ist die eigentlich entstanden. Dann hat das angefangen mit der ganzen Sportschule. Das ist auch so eine Sportschule. Das ist ja die einzige Tanz im ganzen Land. Hast du dort schon Einblick gehabt? Hast du dich schon etwas kennengelernt? Noch nicht gross. Ich habe einfach gestaunt, dass eine relativ kleine Gemeinde, einwohnermäßige kleine Gemeinde, eine Sportschule anbietet. Aber das ist klar, weil es da sehr viele gute Skifahrerinnen und Skifahrer hat. Ich finde es darum ein sinnvolles Angebot. Aber man muss das auch immer wieder richtig einstellen, dass man das Angebot denen, die wirklich wollen, zur Verfügung stellt. Und nicht einfach denen, die gerne möchten, dabei sein. Und da müssen wir wahrscheinlich in der Zukunft ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Chiara, dann wir jetzt noch ein bisschen weiter beobachten. Und Erich Zoller, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute in deinem neuen Jahr. Danke vielmals. Du musst aufstehen. Muss momentan recht kreativ sein. Schon? Ja. Okay, machst du erst eine Übung, nachher noch ins Plaudern. Oder magst du noch nicht reden? Also während der Übung nicht? Nein, aber nachher. Ah, ja, ja. Was war so speziell anstrengend? Wichtig, einfach gesehen, spannen. Ja. Und dann in dieser Position vorne runter. Oh, nicht so schnell. He? Und bremsen. Und dann wieder aufstoßen. Okay. Ist das, was war so speziell anstrengend? Das ist jetzt für die Hinteren. Für die Hinteren. Hamstring. Ja. Und das stört seine Verletzung? Nein, also gar nicht. Nicht, weil der Druck ist eigentlich jetzt da oben. Ja. Die Verletzung selber ist hier unten. Mhm. Und wenn ich es jetzt normal mache, so der Sprossenwand, und dann ist der Druck natürlich voll da unten. Ja, genau. Und so ist es eigentlich recht entlastet. Ja. Wenn du die zwei Unfälle vergleichst, vor einem Jahr und dieses Jahr, wie unterschiedlich sind die gewesen? Recht unterschiedlich. Also die Stockzeit und die Operation waren eigentlich gleich. Mhm. Aber jetzt merke ich, die Beweglichkeit, die ich jetzt schon habe, ist besser als im ersten Unfall, den ich hatte. Weil dort hatte ich gleich noch das Wadenbein gebrochen. Und jetzt habe ich nur das Skibein. Und jetzt einfach, was auch noch ein Unterschied ist, halt von den Übungen her im Krafttraining. Das letzte Mal konnte ich wieder ziemlich schnell Kraft mit Gewicht trainieren, was ich jetzt nicht kann. Jetzt muss ich zwei Monate lang so trainieren mit so Körpergewichtübungen und gleich schauen, halt, dass ich Muskeln, die ich jetzt noch habe, dass ich die kann erhalten kann. Ja, genau. Aber halt aufbauen wird im Moment schwierig. Jetzt ist dir das zweimal passiert? Was ist dir durch den Kopf jetzt beim zweiten Mal? Das muss ja ein riesen Chaos sein von den Gefühlen, oder? Ja, ziemlich. Ja. Also im ersten Moment natürlich geht die ganze Welt zusammen, oder? Und dann bin ich eigentlich in ein rechtes Loch hineingekommen, weil ja, kaum bist du wieder bereit und zweig und willst angreifen. Mhm. Zack, musst du wieder vorne anfangen. Weißt du, was auf dich zukommt, weil du ja gerade erst die Tour gemacht hast. Und als ich das alles gewusst hatte, hat es mir im Moment wirklich recht mögen.
Und dann habe ich auch lange wieder gebraucht, bis ich mich fangen konnte. Also ich habe gleich einen Monat lang, den ganzen Dezember, habe ich nicht trainiert. Ja. Wirklich einfach mal noch geschlafen, erholt und essen, Festtage genossen, Familie genossen. Und danach ist dann die Freude, wo man dann, also am Anfang konnte ich kein Skirennen schauen. Das glaube ich. Aber die Freude ist dann nachher mit der Zeit wieder gekommen, weil man hat gesehen, ja, was ist geil, ich will wieder, ich will. Und darauf hin arbeite ich jetzt und man hat das Ziel im Kopf. Mhm. Zum Aufhören war nie ein Gedanke. Der erste Moment schon. Ja, ja. Da bist du natürlich wirklich, schießt dich alles an. Also da kannst du machen, was du willst, schießt dich wirklich einfach alles an. Aber inzwischen keine Gedanken mehr. Mhm. Wirklich nur noch Skifahren und wollen Vollgas geben. Ja, du warst ja beides mal wirklich gut dran, auch von der Form her. Und das ist ja umso schlimmer, wenn man dann, wenn man weiss, man kommt jetzt einen Schritt weiter, dass es dann passiert. Oder? Ja, natürlich, aber passieren kann es jeden Moment. Ja. Und man weiss, man kann es, man weiss, was man kann. Und daraufhin zu arbeiten und jetzt wieder Vollgas zu geben, dass man diesen Moment wieder geniessen kann und wieder die Erfolgserlebnisse kann spüren und feiern kann. Das trainieren wird jetzt sicher. Eben, etwas muss einem antreiben. Genau. Freude am Skisport, aber natürlich auch ja, Erfolg, oder? Genau. Ja. Zweite Chance. Gut. Das ist schon lange gut. Ja, du lass! Ist gut. Was ist da so anstrengend? Was ist da so anstrengend? Abbremsen. Genau. Gut. Bist du zufrieden? Ja, kannst du weiterreden. Ja, und jetzt bist du hier am Aufbau. Ja. Wann geht es wieder auf die Ski? Geplant ist im April, also Ende April sollte ich wieder können. Ja. Ski-Training in Angriff nehmen. Aber es kommt jetzt auf die Heilung drauf an. Ja, auf die Heilung kommt es drauf an. Wie steht das im Moment? Also bist du da zufrieden? Oder nein, besser sein? Also ich bin noch nicht so zufrieden. Vor einer Woche war der Kontrolle. Ja. Und dort hat man vom Röntgenbild gesehen, es heilt, aber der Knochen ist noch nicht ganz zusammen. Mhm. Und das darf ich jetzt halt auch nicht mit mehr Gewicht trainieren als das eigene Körpergewicht. Und man ein bisschen kreativ sein und eben so Übungen herausfinden, wie es am besten geht, ohne Belastung auf die Skibeine. Wie sieht denn jetzt deinen Tagesablauf so aus? Also, es ist immer ein bisschen verschieden. Sicher einmal am Tag das Training. Und dann einmal in der Woche sind wir im Moment mit der Physiotherapie dran. Mhm. Halt, dort arbeiten wir an der Beweglichkeit, und dass wir dort wieder einigermaßen Verstand kommen. Und dann, ja, Sponsoren suchen bin ich. Da hast du jetzt Zeit dafür. Genau, da habe ich Zeit. Und sonst bin ich noch Teilzeit auf dem Büro am Arbeiten. Ja. Und ja, das wäre so der Tagesablauf. Immer ein bisschen etwas. Ja. Wenn du Sponsoring ansprichst, die ganze Finanzgeschichte, du bist ja im B-Kader von Swiss Ski. Was bedeutet jetzt so ein Unfall auf das Finanzielle? Also, das ist ein Einfluss? Nein, nicht gross eigentlich. Also überhaupt nicht. Eben einfach, was jetzt halt ist, du hast kein Resultat zum Vorweisen. Du musst halt in einer Verletzung einen Sponsor zu finden, ist immer schwierig. Aber es gibt viele, die Interesse haben und die einen unterstützen. Und ich bin um jede Hilfe bin ich froh und jede Unterstützung kann ich brauchen. Ja. Auf dem Weg zurück natürlich. Genau. Wenn du im April wieder auf die Ski kannst, heisst das, dass du die Saisonvorbereitung eigentlich relativ, normal, relativ gut machen kannst. Genau. Also das ist jetzt sicher auch ein Unterschied zu letztes Jahr. Ja. Weil letztes Jahr musste ich im September noch mal operieren. Mhm. Ich musste das ganze Metall wieder rausnehmen. Ja. Und dann halt, ja, Oktober, November, zwei Monate. Und dann ist das Rennen wieder losgegangen. Und dann hatte ich schon nicht viel Zeit gehabt. Ja. Und jetzt kann ich mir wirklich die Zeit nehmen. Und wenn es dann halt ein bisschen Verzögerung gibt, gibt es dann halt die Verzögerung. Und man hat immer noch genug Zeit, um einen schönen Aufbau zu machen. Jetzt noch etwas vom Psychischen her. Du hast zweimal die Verletzung am gleichen Bein gehabt. Ist das irgendwie eine Hemmung, dann, um zu sagen, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht wieder passiert? Das würde dann auf die Leistung einen grossen Einfluss haben? Also ich denke es nicht. Ja. Ich denke, wenn das gut verheilt ist, ich schmerzfrei bin, ich merke, es funktioniert, dann kann ich wieder voll reinstehen. Es wird kein Problem sein. Und mit Trainieren, irgendwann kommt dann die Sicherheit wieder. Und dann kannst du eh Vollgas geben. Ja.
Von den Resultaten her, respektive von der Form her, ist ja in beiden Jahren sehr, sehr gut gewesen. Was hast du das Gefühl, wenn du wieder einsteigst, wie lange geht es, bis du wieder auf diesem Niveau bist? Das ist immer schwierig zu sagen. Also eben, wenn ich jetzt einen guten Aufbau machen kann und ich mich wohlfühle und von der Verletzung her es wirklich alles gut läuft, dann denke ich, kann ich wieder schnell dort einsteigen, wo ich war. Mhm. Also da habe ich jetzt keine Bedenken. Gut, und dann nächstes Jahr, nächstes Winter, im Blickfeld. Jetzt sind ja gerade die Weltmeisterschaften. Schaust du überhaupt im Moment Rennen? Ich würde sicher Rennen schauen, aber ich würde nicht jedes Rennen schauen oder alles verfolgen, aber es interessiert mich halt schon auch und es packt mich dann halt auch zum Zuschauen. Ja. So Kontakt mit Teamkolleginnen, die du vorher trainiert hast, ist das rum? Mit den Verletzten, ja. Mit den Verletzten? Nein, ja. Aber sonst eigentlich nicht groß halt. Wenn sie mal das Resultat gemacht haben, man freut sich ja mit ihnen und er weiß, was das heisst. Und es sind jetzt halt viele Übungen auf Ungleichgewicht, weißt? Ja. Weil ich halt eben nicht mit dem Körper, mit dem normalen Gewicht kann trainieren, dass man gleich auch für den Fuß einen gewissen Reiz gibt. Und darum ist es nicht immer ganz einfach. Aber das wäre jetzt so eine Übung. Da spürst du jetzt nichts im Fuß? Nein. Es ist eigentlich das ganze Training im schmerzfreien Bereich. Ja. Also es gibt auch Übungen, die ich ausprobiere. Und dann muss ich sagen, ja, nein, es tut mir weh. Das geht gar nicht. Und dann muss man halt schauen, dass man es anders machen kann. Aber es ist nicht einfach. Also die ist nicht so schwierig. Weil da stehst du auf beiden Beinen. Das ist meistens einfacher. Also auf einem, ja klar. Und dass du Körperspannung herbringst, nimm dir alles auf und dann machst du eine Art normale Squats. Ja. Einfach langsam. Und wie lange trainierst du so am Stück? Am Tag? Ja. Meistens so 2 Stunden Kraft und dann gehe ich noch ein bisschen aufs Velo. Ja. Also so 3 Stunden sind sicher. Ja, die meiste Mühe habe ich jetzt wirklich noch in der Beweglichkeit. Wenn ich hier in den Winkel, hier in den Anschlag reinkomme, tut es mir noch weh. Und gleich mal ein bisschen den Reiz setzen und mit gewissen Übungen habe ich den. Aber nicht zu viel, oder? Genau. Und halt eben so gut wie möglich schmerzfrei trainieren. Das ist momentan. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, wenn man ehrgeizig ist, oder? Nein, gar nicht. Also am liebsten würde ich schon vorausgehen und auf die Ski stehen. Vor allem, wenn es so schneit. Aber eben, April ist schnell, hoffe ich. Ja. Blitzschnell. Jetzt ist Februar, dann kommt im März und nachher kannst du wieder aufziehen. Genau. Ja. Prima, danke vielmals. Danke auch. Und gute Reha noch. Ja, merci.